Wir wollen Ihnen mit diesem Video das Prinzip des Dokumentmanagements WinDream zeigen. Typischerweise werden bei Dokumentmanagementsystemen Oberflächen mitgeliefert, über die man Dateien speichern und wieder laden kann. Bei WinDream ist das anders. Wir haben hier eine Integration in das Windows. Wie die lokale Festplatte C oder andere Laufwerke ist hier auch ein Laufwerk W eingebunden, das das Dokumentenmanagementsystem darstellt. Sie haben die Möglichkeit, genauso wie Sie von der Platte C zum Beispiel Daten oder Dateien rausschieben können oder kopieren können, haben Sie die Möglichkeit, mit dem WinDream-Laufwerk zu arbeiten. Sie können hier das Laufwerk über den Explorer zum Beispiel genauso ansteuern, wie Sie es im Windows normalerweise machen. Sie haben hier die Möglichkeit, Dateien ganz normal zu löschen und aus dem Desktop rein zu kopieren. Sie können die Dateien innerhalb des Laufwerkes kopieren und Sie können die Dateien mit einem Doppelklick öffnen, so wie Sie es normalerweise auch machen. Wenn Sie so eine Datei mit dem Doppelklick öffnen, wird das Standardprogramm verwendet, welches typischerweise auch ansonsten für den Anwender verknüpft ist. Das heißt, in diesem Fall hier zum Beispiel die Testdatei mit dem Editor. Und wenn ein anderer Anwender eine andere Verknüpfung hätte, würde diese Verknüpfung genauso funktionieren. Das würde das entsprechende Programm aufgehen und die Datei geladen. Man könnte jetzt hier in die Datei verändern und kann dann ganz einfach die Datei wieder speichern, so wie man es typischerweise ansonsten auch macht. Dadurch, dass diese Verknüpfung, diese Laufwerksverknüpfung eben dem Windows-Standard entspricht, können sämtliche Programme, die auf dem PC laufen, sofort auch mit dem WinDream-Laufwerk arbeiten. Also es können sowohl Dateien geladen als auch gespeichert werden. Und es ist keine weitere Integration notwendig. Man muss keine zusätzlichen Add-ons oder Zusatzprogramme für die Software installieren. Man hat die Möglichkeit, aus jedem beliebigen Programm heraus ohne Anpassung der Umgebung zu speichern. Man kann von jedem kleinen PC aus speichern und die Dateien wieder laden. Einzig die WinDream Client Software ist erforderlich, die diese Laufwerkverknüpfung herstellt. In dem nächsten Video, was wir Ihnen dann zeigen, gehen wir auf die einzelnen Dateifunktionen ein im WinDream und im Folgevideo dann auch die WinDream-Suche. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen ersten Eindruck verschaffen und würden uns freuen, wenn Sie sich die weiteren Videos angucken.